die häufigste Sicherheit bei Immobilienfinanzierung ist die Grundschuld. Die wird eingetragen im Grundbuch, in der Regel in der Höhe der Finanzierungssumme. Das kann auch sogar etwas höher sein, aber das ist die häufigste Variante. Es gibt darüber hinaus auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Verpfändung von Guthaben oder Bürgschaften. Also es kann natürlich sinnvoll sein, dass man auch weitere Sicherheiten mit reinbringt. Umso höher die Sicherheit für das Kreditinstitut ist, umso geringer kann dann der Zins auch sein, weil einfach das Risiko für die Bank geringer wird.